Und damit herzlich willkommen zum ersten Part der Bayern-Karriere hier in FIFA 22 auf der Next-Gen-Konsole. Das ist das neue Projekt, was ich angekündigt hatte. Da sind wir also, als Julian Nagelsmann das erste Mal in einer Bayern-FIFA-Karriere, bis jetzt ja zweimal schon in PES unterwegs gewesen. Es waren richtig geile Karrieren und das soll jetzt auch endlich in FIFA stattfinden. Wir haben einen unfassbar guten Kader, zweifellos. Wir wollen aber in den nächsten Jahren hier einiges durchziehen. Umbrüche, Spieler, die vielleicht auch zu gewissen Vereinen einfach weg wollen oder auch Spieler, die wir einfach ja ersetzen müssen aufgrund des Alters, beispielsweise Neuer, Lewandowski in den nächsten Jahren. Dazu soll natürlich auch ein Aspekt die Jugendmannschaft mal wieder sein. Da haben wir auch schon gleich einen Scout, den wir nach Deutschland schicken können. Vielleicht haben wir auch noch ein paar weitere, die wir investieren können. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie sehr wir auf die Jugend setzen sollen. Sollen wir nur einen Scout immer losschicken? Sollen wir drei Scouts losschicken? Und wenn, in welche Länder realistisch das Ganze angehen? Also zum Beispiel Österreich oder in die USA gehen. Oder auch mal ein bisschen exotischer unterwegs sein. Zum Beginn haben wir natürlich auch schon Spieler in der Jugend Academy, aber ja, außer diesem Cardenas ist da jetzt noch nicht so richtig was Interessantes dabei. Costa kann man mal drin lassen. Der Torhüter könnte ganz zur Not unser dritter Torhüter werden. Ansonsten schmeißen wir drei Jungs hier erstmal raus. Die drei behalten wir und beobachten sie ein wenig. Ihr merkt schon, ich rushe hier so ein wenig durch. Das hat folgenden Grund. Ich will jetzt in den ersten drei Folgen die Hinrunde komplett durchziehen. Ja, ich will komplett schnell durch die Hinrunde durchkommen, sodass wir dann in der nächsten Saison richtig schnell auch mit den ersten Transfers starten. Weil ich kann euch verraten, in der nächsten Saison im Sommer, da wird hier einiges passieren. Darauf seid auf jeden Fall schon mal gefasst. In dieser Transferphase habe ich nur das Ziel, drei Spieler eigentlich abzugeben. Bounassar, Marc Rocker und Michael Cuisance, drei Spieler, die der FC Bayern auch sehr gerne in echt eigentlich wahrscheinlich abgegeben hätte. Aber ich sehe schon, wo das Problem ist. Cuisance hat hier den ersten Wechsel zu Prager abgelehnt. Wahrscheinlich, weil er hier einfach zu gutes Gehalt verdient. Und die anderen beiden haben bis jetzt noch gar keine Angebote bekommen. Und wir sind jetzt schon im August. Und zwar vor dem ersten wichtigen Spiel, dem Supercup. Da gehen wir jetzt auch einmal mal rein. Da müssen wir natürlich die Mannschaft einmal kurz vorher einstellen. So, da seht ihr unsere Mannschaft. Ich denke, wenig Überraschung. Doan, der spielt jetzt bei Dortmund. Gar nicht so unrealistisch, muss ich sagen. Haaland natürlich, auf den werden wir ein Auge haben. Schnellsimulation rein. Geht es. 2:1 gewinnen wir. Ich weiß gar nicht mehr, wie es denn echt ausging. Neuer wurde ausgewechselt, verletzungsbedingt. Das könnte jetzt der erste Schocker sein. 3 Monate fehlt unser Keeper. Und da sind wir auch gleich schon beim nächsten Thema angekommen. Also ist sehr schlecht, aber eine gute Überleitung. Und zwar werden wir uns es selbst ein wenig schwerer machen. Ich setze mal die Verletzungshäufigkeit auf 70, 75 und die Schwere auf 60 hoch, sodass wir immer mal wieder kleinere Verletzungen haben, aber halt auch mal größere, die uns dann so ein bisschen zurückwerfen, weil in FIFA verletzen sich die Spieler einfach viel zu unrealistisch selten. Und wir wollen hier natürlich auf meinem Kanal eine möglichst realistische Karriere haben. Ja, leider fehlt uns Manuel Neuer damit auch zum Saisonauftakt gegen Gladbach in Mönchengladbach. Das war ja für die Bayern ein echt auch echt ein nicht leichtes Spiel. Heute müssen wir selbst das Ganze besser machen. Dabei blicken wir direkt rauf auf die Aufstellung von Gladbach. Sommer am Tor, Benze bei Ine, Elvedi und Ginter davor. Dann haben wir 4 im Mittelfeld, Embolo, Morales, der Neuzugang und ganz vorne Player. Sieht nach einer sehr interessanten Mannschaft aus mit vielen interessanten Spielern, auch für uns natürlich. Ich sag nur, die Namen Ginter, Neuhaus, Hofmann und ja, Thuram und Zakaria gehören definitiv auch dazu. Das ist unsere Mannschaft. Ulreich vertritt unseren Kapitän Davis, Hernandez, Süle, Pavard, Kimmich, Goretzka, davor Müller, Sané und Doppeltorschütze Gnabry aus dem Supercup. Vorne natürlich Lewandowski. Lasst uns reinstarten ins erste Spiel dieser Karriere. Wir spielen übrigens natürlich in dieser neuen TV-Kamera. Finde ich extrem geil. Leroy Sané das erste Mal im 16er zu unserem Kapitänsvertreter Thomas Müller, der da gerade so noch am Abschluss gehindert wurde. Und Schwierigkeit, keine Frage, ultimativ. Alles andere wäre ja viel zu leicht wahrscheinlich. Müller für Lewandowski. Kriegt er den durch auf Leroy Sané? Die Ansätze, sie sind da. Das war kein Abseits, sagt der Schiri. Und da war der erste Abschluss von Lewandowski noch das Ganze geblockt. Naja, in der Mitte. Die erste Chance für die Gladbacher. Ulreich getestet, aber Ulreich, ganz ehrlich, ich halte ihn für einen super Torhüter eigentlich. Auch wenn er das beim HSV nicht wirklich bestätigen konnte, hat er doch immer wieder gezeigt, wenn Neuer fehlt, dann ist er da
und kann ihn natürlich nicht ebenwürdig ersetzen, aber macht einen guten Job hinten drin. Thomas Müller. Da haben wir Goretzka, Lewandowski, der Rekordtorschütze. Oder, ja, ich weiß gar nicht, ist er Rekordtorschütze? Nein, Rekordtorschütze der Bundesliga ist er ja nicht, aber der Torschütze mit den meisten Toren in einer Saison macht auch hier sein erstes Saisontor für die Bayern nach Vorarbeit. Goretzka, der damit nach vorne kam. Ginter sieht dann ja echt schlecht aus in der Situation, konnte aber auch vielleicht wenig machen. Und Robert Lewandowski, der Mann, der schießt uns natürlich in Führung. Jetzt Gladbach aber auch mal. Markus Thuram und Niklas Süle, der heute den Vorzug vor Upamecano erstmal bekommen hat. Ja, Niklas Süle, eine Personalie, die uns in den nächsten Folgen noch beschäftigen wird. Thuram und der Ausgleich. Das war nicht gut verteidigt von uns. Und da kommt Gladbach noch vor der Pause zurück. Ja, schlecht die linke Seite zugehabt, dann war das Zentrum auch plötzlich offen. Thuram hatte irgendwie gar keinen Gegenspieler mehr. Und dann kann Ulreich da auch wirklich bei dem Schuss nicht machen. Oh, Thuram, 2-1. Das ist ja mal hier das Blitz-Comeback des Jahres. Borussia Mönchengladbach innerhalb von 2 Minuten vom Rückstand zur Führung durch Markus Thuram. Also dem Namen müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Freistoß, die Leute auch Geld dafür bekommen. Und dann von Morales verlängert, wohl kein Abseits. Und dann steht er da frei vor Ulreich. Wir patzen zweimal kurz vor der Pause. Davis, Lewandowski, Robert Lewandowski! Was ein Abschluss um Polen! Und zum Beginn von Durchgang 2 ist plötzlich wieder alles pari pari. Aber was ein Schuss vom Polen. Hier, kriegt den Ball von Davis und dann haut er ihn da einfach mal rauf. Er hat genau die Lücke gefunden und Sommer absolut überrascht davon. Und das ist der Ausgleichstreffer durch den Polen. Also 2 Doppelpacker bis jetzt. Oh ne, Lewandowski. Wird es der Dreierpack? Nein, gerade so noch gestoppt. Ich denke, wir werden gleich das erstmal wechseln. Habt ihr auch schon eine Idee? Ich weiß ja nicht. Kommt er da durch? Ne. So, auf beiden Seiten der ersten Wechsel. Tommy, noch ein Neuzugang, kommt rein. Bei Gladbach und bei uns jetzt keine ganz große Überraschung. Es kommt Kingsley Coman für den heute etwas enttäuschenden Serge Gnabry. Let's go. Lewandowski. Robert Lewandowski, der Zug in die Mitte, das war doch ein Foul. Okay, das finde ich krass, dass das angeblich beigespielt war. Kann uns aber auch egal sein, wenn der Ball drin ist. Nein, und jetzt bleibt er liegen. Oh, jetzt hat er sich da gleich was geholt, oder? Robert, gib uns ein Zeichen. Er fässt sich da auffällig lange dran rum, ja. Wir müssen ihn runternehmen. Chupo kommt rein und ich bringe auch Bambi. Für Goretzka, für extra nochmal mehr Offensive. Kingsley Coman ist aber auch noch frisch. Coman, und da ist Sané. Und was eine Parade von Jan Sommer. Mit dem Pfosten pariert er das Ding. Oh, nochmal ein super Pass von Musiala auf Coman. Und dann mit vereinten Kräften kriegt Gladbach das verteidigt. Gladbach kommt selbst nochmal. Kommt selbst nochmal, und wie? Morales 3-2. Das könnte der K.O. sein. Leroy Sané. Leroy Sané. Nochmal der Versuch in der 90. Aber es sieht nicht gut aus. Es sieht hier alles nach einer Niederlage in Gladbach zum Saisonstart gerade aus. Ja, das war's. Das wird's gewesen sein. Oh Mann, dieses Spiel hätten wir nicht verlieren dürfen. Das ist ein Auftakt so gar nicht nach Maß. Und es war echt unnötig, muss man einfach gesagt haben, dieser letzte Gegentreffer von Morales. Noch viel schlimmer als die Niederlage könnte diese Nachricht sein. 3 Monate Lewandowski, gebrochener Zeh. Ja, und direkt macht uns die erhöhte Verletzungshäufigkeit so richtig einen Strich durch die Rechnung. Unsere 2 besten Spieler fehlen einfach, ja, bis fast Ende der Hinrunde. Wow. Kompletter Müll. 2. Spieltag der Saison, der erste FC Köln wartet. Choupo-Moting als Vertreter von Lewandowski vorne drin. 2-1-Sieg Sabitzer von der Bank und Leroy Sané macht auch ein Tor. Und endlich mal eine richtig gute Nachricht. Bounassar hat den Verein verlassen. Zu Aston Villa in die Premier League geht es mit dem 29-Jährigen. Ey, ganz ehrlich, kein böses Blut. Alles gut, aber für Bayern hat es nie in deiner Karriere gereicht. Viel Erfolg dir noch für die Zukunft. Und wir machen auf jeden Fall unseren Weg weiter.
Denn ja, ein Bunasar, dem werden wir nicht hinterherreiten. Und auch für Mark Rocker geht es zurück in die Heimat. Sehr, sehr nice. Er geht zu Real Sociedad. Viel Erfolg für die Zukunft. Bayern war aber mal so gar nichts für dich. Nächstes Spiel in der Simulation gegen die Hertha. Coman wird als Stürmer auflaufen. Bisschen rotiert haben wir auch hinten. Und es wird ein 2-0. Gnabry Müller mit den Toren. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Alle drei sind wir losgeworden. Auch Mika Guissens. Bei dem habe ich tatsächlich ein bisschen böses Blut, weil wie der von Gladbach weggegangen ist, das war wirklich nicht korrekt. Aber jetzt geht es zu Brighton für ihn. Fest ist er weg. Das wäre, glaube ich, echt ein Wunschdenken für den FC Bayern. Und ja, mal gucken, wie die Zukunft für ihn weitergeht. Er hatte letztens angekündigt, mit den Bossen reden zu wollen. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie es für den jungen Mann weitergeht. Er ist ja talentiert, keine Frage, aber Bayern nun wirklich nicht. Und damit müssen wir am Transfer Deadline Day auch gar nicht mehr teilnehmen, denn wir werden keine Spieler in dieser Saison holen. Transfervorschläge gerne alles in die Kommentare, auch wenn ich persönlich sagen muss, ich habe schon einen einigermaßen Plan, was ich hier an Transfers tätigen möchte. Und Max Meyer, der Fußballgott, zurück in der Bundesliga per Laie bei Bochum. Das wird auch interessant zu sehen sein. Die Top-Transfer möchte ich euch nicht noch schuldig bleiben. Ndidi geht zu Paris, Koke zu Liverpool, Kulusevski zu Barca, Mondi zu Chelsea, Gündogan zu Atletico, Dembélé zu Chelsea, Lemar zu Piemonte und Reus verlässt den BVB und geht zu PSG. Übrigens, sie wurden Trainer des Monats, was gar nicht so leicht ist bei 3 Spielen und nur 2 Siegen und eine Niederlage mit Bayern einfach. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Simulation. Und zwar gegen Red Bull Leipzig. Rein geht es, vielleicht die nächsten 3 Punkte. Let's go, Süle und Müller mit den Toren. Rein geht es jetzt ins erste Heimspiel und das in der Königsklasse. Und es ist nicht irgendein Spiel, es ist das Duell FCB gegen FCB. Einmal bitte Atmosphäre tanken. UEFA Champions League. Bayern empfängt zu Hause Barcelona. Es waren einst die ganz großen Spiele, es waren die ganz großen Schlachten. Es waren aber auch zuletzt immer wieder die ganz großen Klatschen. Und wir sehen 90ern Kulusevski im Trikot. Bei Barca steht ihm gut, dem Schweden, ja, der neue Ibra. Ich hoffe, es läuft bei dir besser als bei Ibra bei Barca. Das war ja nicht so eine Erfolgsgeschichte. Und wir blicken auf die Startformation gegen Ansu Fati und Co. Wir natürlich nach wie vor verletzungsgeplagt. Neuer, Lewandowski fehlen. Ulreich als Vertreter hinten drin. Viererkette, Pavard neben Süle und Upamecano, links Davis, Goretzka, Kimmich, Sané, Coman, Musiala und Müller. Heute vorne in der Spitze kriegt den Vorzug vor Choupo-Moting, beziehungsweise eigentlich kriegt Musiala den Vorzug und Müller und Musiala sind halt getauscht. Und ja, dann Mannschaftsfoto natürlich hinterher. Und dann bin ich sehr gespannt auf Barca. Das, ja, könnte vielleicht eine Klatsche werden wie in echt. Obwohl 3-0, ja, doch, wenn man Barca gegen Bayern spielt, dann ist das schon eine Klatsche. Ich sehe auf jeden Fall große Namen. Ich sehe Busquets als Kapitän. Ich sehe El Gato, aka Ter Stegen, der im Kasten steht. Davor haben wir bei Xavi hier als Trainer, haben wir da eine Viererkette oder haben wir da auch eine Dreierkette? Das weiß ich gar nicht so genau. Wir spielen eine Viererkette. Araujo als Rechtsverteidiger, Petri als Innenverteidiger, Longley, Alba, Busquets, De Jong, Roberto, Kulusevski, Depay, Fati. Ja, Petri als Innenverteidiger. Wer kennt's nicht? Und damit rein ins Spiel. Was ist das schon wieder für eine Scheiße, EA? Ganz ehrlich. Ja, durchgecheckt auf Kingsley Coman. Kingsley Coman. Coman, spitzer Winkel. Ter Stegen war wohl noch dran. Ja, wir spielen ja hier in der sogenannten Allianz Arena. Ist ja leider nicht lizenziert. Aber ich finde, das können wir auch einfach nutzen, indem wir beispielsweise eines Tages ein neues Stadion für die Bayern bauen. Warum denn nicht? Falls ihr da Bock drauf habt, gerne schon mal Vorschläge in die Kommentare hauen. Aber das wird wohl eher in Sachen, ja, Saison 3, 4 so sein. Denn klar, Bayern-Karriere bei mir immer eine ganz langfristige Geschichte. Hier haben wir Goretzka oben. Alfonso Davis zurückgelegt auf Kingsley Coman und wieder geblockt. Depay, Memphis Depay, erster Abschluss von Barca. Vielleicht die Konterchance. Ja, mit Müller vorne drin ist natürlich was ganz anderes. Der spielt hier natürlich eine falsche 9 und nicht so einen klassischen Stürmer. Coman und da wäre wieder Müller. Gut geblockt von Innenverteidiger Petri. Davis, Davis, da hat Barca ja noch so ein gewisses Trauma, würde ich behaupten. Goretzka, Sané, Müller, nochmal Coman, da ist wieder Leroy und National Torhüter, Ter Stegen ist da und dann ist es Bambi. Musiala mit dem Tor gegen den großen FC Barcelona, das freut mich richtig. Let's go, Musiala macht es. Super, wie er sich da reinwirft.
gegen Petri im Duell der Youngstars und am Ende das Tor macht, was uns hier in Führung bringt. Richtig stark. Oh, gelb-rot, gelb-rot, gelb-rot. Mann, Depay, was macht er denn? Ich habe es gar nicht erst realisiert, weil es schon relativ spät ist, wo ich das hier aufnehme. Aber der hatte schon gelb, sich ganz früh ganz dumm gegen Kimmich geholt. Und das hier war noch viel dümmer gegen Leroy. Mann, 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 Depay, das tut doch echt nicht Not. Come on, Sonny. Das bedeutet übel lange Überzahl für uns. Stark reingeworfen von Longley. Nochmal Leroy auf den Kopfball starken Musiala. Ball kommt zurück und Leroy Sané probiert es nochmal. Sané für Musiala. Musiala, Grundlinie runter, hinten wartet Coman. Schwer zu nehmen, knapp vorbei. Es wird Zeit zum Wechseln. Wir wechseln dreimal. Gnabry kommt rein für Müller, Tolisso für Coman und Omar Richards für Davis. Es steht immer noch erst 1-0. Ich bin nicht zufrieden, wir sind in Überzahl. Es klappt zu wenig. Und 1-0 natürlich ein absolut trügerisches Ergebnis. Coutinho reiht sich immer wieder ein, wurde eingewechselt, der ehemalige Bayern-Spieler, eine Saison hier gespielt. Und auch eingewechselt wurde ein ehemaliger und jetzt wieder Barca-Spieler, Adama Traoré, hier mit der Nummer 19. Richtig, richtig geiler Transfer, auch Kulusevski fühle ich, also coole Transfers bei Barca gewesen in diesem Transfersommer. Es läuft die letzte Minute, da ist aber nochmal der Ball. Bei Adama Traoré gibt es jetzt hier noch das ganz späte Gegentor, es ist auf jeden Fall fast... Ich würde sagen, der einzige Abschluss in der Partie von Barca, wo Ulreich mal her muss. Also stark, was Adama hier macht bei seinem Champions-League-Debüt. Und Ulreich dann zur Stelle. Die Ecke gibt es aber noch. Kulusevski, der andere Neuzugang, direkt auf Omar Richards rausgeklärt. Und das muss es gewesen sein. Das war's. Wir gewinnen den Champions-League-Auftakt gegen den FC Barcelona zu Hause mit 1-0 in einer Partie, wo noch nicht alles geklappt hat, wo aber vieles geklappt hat und wir an sich sehr zufrieden sein kann. Musiala erzielt erstes Saisontor. Sehr, sehr starkes Ding gewesen gegen Barca von ihm. Aber Barca nur mit zwei Torschüssen. Klar, auch wegen dem, was da Depay mit der roten Karte hatte. Müller über seine Position, bla bla bla. So, ja, läuft fantastisch. Perfekt. Und wir wollen weitermachen gegen Bochum. Die Tabellenführer sind holy shit. Läuft also bis jetzt bei den Aufsteigern so richtig gut. Können sie auch gegen uns punkten. Wow, was ist denn mit Bochum passiert? Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist krass. Zweite Saisonniederlage und die erste Heimniederlage. Und dann gegen Bochum. Aber hey, Tabellenführer, was soll man machen? Als nächstes kommt Fürth. Die stehen jetzt auch nicht so ganz katastrophal da. Die sind Siebter. Und es wird auch nur ein 1-1. Leute, jetzt rafft euch mal wieder zusammen, bitte. Naja, wenn es in der Liga nicht läuft, dann muss man sich halt mal in der Champions League warm schießen. Gegen Kiew haben wir die Chance dazu. 2-0. Das mitnehmen für die Liga. Und ganz ehrlich, gegen Frankfurt, die sind 16. Das hat man denn echt verloren. Aber wieso müssen wir das denn auch im Spiel machen? Leute, was ist denn los? Da muss gegen Leverkusen jetzt einfach mal eine Reaktion kommen. Ja? Und das vielleicht auch durch einen neuen Impuls mal Leroy Sané draußen lassen. Rein geht es. Wir brauchen 3 Punkte. Wow, schon wieder verloren. Also die Ausfälle von Lewandowski und Neuer machen sich gerade so richtig bemerkbar. Auch gegen Benfica verlieren wir. Oh, auskuriert. Lewandowski ist auf dem Weg der Besserung. Let's go. Wir brauchen ihn so dringend. Wir sind 13. in der Liga. Gegen den 18. aus Hoffenheim. Die absolute beste Elf, die wir aktuell aufstellen können. Kommt nicht über ein 1-1. Es ist so schrecklich. Auch Neuer befindet sich wieder im Aufbautraining. Doch für den Pokal reicht es bei Neuer als auch bei Lewandowski noch nicht. Es geht als letzte selbstgezockte Partie in dieser ersten Folge gegen Leverkusen ran. In der Liga haben wir 0-1 gegen die verloren. Jetzt zu Hause. Jetzt wieder selbst am Controller. Muss es wieder besser werden. Es ist ja der Wahnsinn, in was für einer Negativserie wir uns aktuell befinden. Und das ist die Mannschaft, die ich heute reinwerfe. Ordentlich rotiert. Ulreich natürlich zwangsweise noch im Tor. Davor haben wir Pavard neben Nianzou, Hernandez und Davis. Kimmich neben Sabitzer heute. Gnabry, Sané, Musiala und vorne Choupo-Moting, kein Müller. In der Startformation, Rotation. Kann echt einer Mannschaft manchmal richtig aus der Patsche helfen. Einfach mal Jungs, die hier frei aufspielen können. Ein Nianzou zum Beispiel, ein Musiala, der relativ frei noch aufspielen kann.
der bis jetzt eigentlich gute Leistungen gezeigt hat und vom Co-Trainer einfach fast nie eingesetzt wird. Dementsprechend heute auch wieder in der Startformation. So, das ist Leverkusen mit Nulunev im Tor. Was ist mit Radetzky, frage ich mich da. Frimpong, Kusunu, Trapsoba und Baka, die Viererkette, Baumgartlinger als Kapitän im Carvalho, Bellarabi, Diaby, Wirt, sehr interessanter Mann, und Scheck vorne drin. Die erste Flanke von Leverkusen auf Bellarabi. Da wurde es schon mal eng hinten drin. Wir als Trainer stehen natürlich aktuell auch richtig unter Druck. Erst hier gefeiert mit Trainer des Monatspreis. Und dann plötzlich eine absolute Katastrophenserie. Sané. Immer noch Leroy. Wo ist die Anspielstation? Musiala. Durchgesteckt auf Davis. Und der trifft den Ball so gar nicht. So, jetzt hat durchgesteckt auf Leroy Sané. Leroy Sané. Cousinou stellt ihn. Frimpong, da geht er auch vorbei. Leroy Sané. Wo ist Choupo? In der Mitte, da ist Choupo-Moting. Der Abschluss noch geblockt. Zweiter Ball Gnabry. Kimmich, der heute hier Kapitän ist. Davis nochmal. Nochmal für Sané. War das abseits? Ja, leider. Und dann der ist durchgesteckt auf Leroy. Leroy Sané, es geht alles über ihn. Leroy, jetzt Choupo. Abgeblockt und Sabitzer steht goldrichtig. 1-0 Führung für die Bayern. Marcel Sabitzer macht, ich glaube, sein erstes Tor für die Münchner. Sehr, sehr stark. Genau so einen brauchen wir, der frei aufspielt, der sich mal was traut, der mal nach vorne geht und dann einfach richtig steht und das 1-0 in diesem Falle macht. Davis und Sané in einem guten Zusammenspiel. Davis, wieder versuchen wir es mit dem Querpass. Mittlerweile sind wir in Durchgang 2 angekommen. Wir sind die etwas bessere Mannschaft, aber mit Leverkusen ist definitiv noch zu rechnen. Zum Beispiel über einen langen Ball, so wie hier auf Diaby, wo Pava auf dem völlig falschen Fuß erwischt wurde und Hernandez bügelt in der Mitte gerade so noch aus. Kimmich, Musiala und Leroy, der muss rein, es ist ein Eigentor am Ende. Aber das 2-0 und die Vorentscheidung. Let's go, Glück, Glück, nochmal Glück in der Situation, aber egal, es war gut gespielt. Kimmich auf Musiala, der weiter für Leroy. Und dann steht Frimpong genau falsch. Danach wechseln wir dreifach. Tolisso kommt für Sané, Stanisic kommt für Pavard und der junge Tillman für Choupo-Moting. Ein paar frische Gesichter noch. Und Tillman, der kann echt aktuell so ein bisschen von der Lewandowski-Verletzung profitieren. Denn der hat echt ein paar Spielminuten sammeln können, auch in der Bundesliga. Stanisic jetzt hinten rechts mit seinen ersten Minuten. Mal gucken, ob wir auf den nochmal zurückkommen werden in der Zukunft. Grundsätzlich ein ordentlicher Spieler. Schick, starker Kopfball. Leverkusen wehrt sich natürlich jetzt nochmal. 9 Minuten, die haben nichts mehr zu verlieren. Ecke, Bellarabi ganz weit hinten abgelegt auf Kapitän Baumgartlinger. Nochmal und dann haben wir den Ball. Das ist Sabitzer. Wo ist mal einer, der laufen würde? Bietet sich keiner an. Da ist Grifo. Grifo, Anschlusstreffer. Wach sein bitte jetzt, war leider über die Seite von Stanisic, muss man wohl so bemerken. Tillmann nochmal. Capri, wieder Tillmann! Super Aktion von Nulunev. Holt mit dem Pfosten da das Ding nochmal raus, aber es läuft die 90. Gebe ich mit der Ecke, die kommt zu Davis, das kannst du auf jeden Fall direkt vergessen. Nochmal vielleicht die Konterchance, Bakker hat das Ding nochmal. Jetzt muss es schnell gehen, denn es gibt nur 1 Minute Nachspielzeit, 40 Sekunden sind schon rum, es geht nicht schnell genug. Und die Bayern, sie zittern sich am Ende ein wenig, aber am Ende ist es dann doch hochverdient in die nächste Runde. In der nächsten Folge soll es dann genau an dieser Stelle weitergehen. Wir haben jetzt schon ordentlich was geschafft in der Bundesliga, sieht es wie gesagt gerade katastrophal aus, aber neuer Lewandowski kommt jetzt zurück und ich bin mir sicher, dass wir dann eine Serie starten können. Ansonsten alles in Sachen Kommentare, alles in Sachen Transfervorschläge in die Kommentare. Ich stelle euch dann in der nächsten Folge auch meine persönliche Liste vor. Und ich möchte nur schon mal hier ein kleines Megatalent anteasern. Es ist nicht Samuel Lorenz, es gibt noch ein anderes, noch besseres Talent. Das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Alles in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Ich denke schon bei der nächsten Bayern München Folge, denn ich habe extrem Bock drauf. Bis dahin, macht es gut und ciao.